Quitten ist in letzter Zeit einiges passiert, wo einem ins Auge fällt, wenn man im Hafen ankommt, zum Schiff aussteigt und wir sagen hier als einheimische Bahnhofstrasse drauf geht, dann sieht man plötzlich links das Mesmerhäuschen, das restauriert ist. Und ich habe die Person hier vor mir, die zu diesem Haus eine gute Beziehung hat. Ihr gehört das und sie wird uns mal über das Mesmerhäuschen, wie es heisst, Auskunft geben. Ja, das Mesmerhäuschen steht unter Heimatschutz, vor allem wegen dem sogenannten Föhnkamin. Das ist mit den Löchern, die es auf der Seite hat, hat man das hergebracht, dass es trotz Föhn nicht in die Küche runtergerochen hat. Die Blätter, die man auf der Seite raus sieht, die haben dann die Gluse aufgefangen, dass die nicht aufs Schiffer, aufs Dächli runtergefallen sind, also aufs Schindeldach runtergefallen ist. Und das laut dem Denkmalpflege St. Gallen ist das der einzig noch vollständig erhaltene Föhnkamin im ganzen Kanton. Und darum steht er auch unter Heimatschutz. Und wenn wir dann reingehen, können wir schauen, auch die offene Rauchküche, die auch noch vollständig erhalten ist und wo man auch gerne nichts verändert hat, außer dass man sie einfach sauber geputzt hat, ist das eindrücklich, wenn man sich vorstellen kann, wie Max und Moritz das Huhn rausgewischt haben oder hätten können, aus dieser Küche rausholen. Und so hat man sich dann entschlossen, das Mesmerhäuschen zu restaurieren, wieder aufzuarbeiten, dass man es wieder zeigen kann. Und die Leute so dürfen auch in Zukunft Generationen sehen, wie diese Leute damals bescheiden und einfach gelebt haben. Und es ist ja ein Häuschen von armen Leuten. Von Schlössern sieht man überall, wie die Leute gelebt haben. Von armen Leuten sieht man es fast nie mehr, wie die haben müssen hausen und wie haben müssen durch. Für uns war es einfach ein bisschen schwierig gewesen, um etwas zu finden in diesem Häuschen, um das zu möblieren, weil von den armen Leuten hat man alles fortgerührt. Wir haben einfach alles weggeschmissen. Das Zeug ist nicht mehr rum, leider. Wir haben uns alle Mühe gegeben, doch etwas zu finden, das ein bisschen nett geworden ist. Und jetzt denke ich, gehen wir mal schauen. Darf ich noch zurückfragen? Wie bist denn du zu diesem Haus gekommen? Und du hast das ja jetzt in eine Stiftung übergeführt. Gekauft haben wir es zusammen mit der Schifflände damals. Das hat dazugehört zu der Schifflände. Und dann hat man hier schon etwas machen wollen. Wir sind dann aber nie einig geworden mit den Behörden, was dürfen wir nicht. Und darum ist es dann halt eben eine Weile noch ein Schandfleck geblieben. Und mittlerweile haben wir auch wieder Freude an der Schifflände und haben dann das Gefühl, komm, jetzt machen wir wieder etwas für Quint und haben das wieder in die Hände genommen. Gut, dann gehen wir jetzt Richtung Haustür. Gut. Das Häuschen ist ja 1700 herum gebaut worden. Damals sind die Leute Selbstversorger gewesen und hat jeder auch sein eigenes Säule gehabt, das er gemästet hat. Und das Schweinstellchen, das ist hier gerade neben dem Klo. Sieht man hier die kleinen Säule. Der Schweinstall und der hat man zusammen mit der Güllekasten ist gemeinsam gewesen, gerade mit der Toilette, die da gerade nebenan ist. Da ist unten alles ins gleiche Loch hineingegangen. Das ist das Plumpsklo, das man früher hatte. Und das ist der ganze Güllen und alles ist hier in der gleichen Kasten gelaufen, wie eben hier nicht Schweine sind. Man hat dann auch die Wärme eigentlich fürs Haus ein bisschen nutzen können. Und da hat man dann das Bretter wegnehmen und mit so einem Güllenschöpfer hat man dann das vorzu in eine Güllenbahn oder dort eben hinten dran ist gerade der Mistplatz gewesen, wo man das einfach rausgeschaufelt hat und dort drüber getan hat. Ja. Vor jedem Haus hat es eben dort mal auch den Misthaufen gehabt. Mhm. Wir mussten alle Schlösser und alles zusammensuchen, damit sie möglichst original waren. Damit das nicht irgendwie so ein heutiges Schloss dran hat oder so, haben wir die halbe Schweiz herumfahren, Schlösser und Pflege suchen. Also sehr schön war die Mitwirkung der ganzen Bevölkerung hier zu Quinten. Es ist jeder gekommen und hat geholfen und irgendetwas gebracht, das er noch hatte daheim im Estrich oben. Oder wie zum Beispiel so eine Wäschzange, wo man die Wäsche rausgenommen hat, eine alte Gelte, die Körbe, die man genommen hat zum Früchternten, Wäschseile, wie man früher die Wäsche aufgehängt hat. Alles Mögliche. Wir haben auch sehr schöne, teure Sachen bekommen, die wir dann drinnen auch werden sehen. Und da war jetzt einfach mehr das Werkräumchen, so also das Lagerräumchen, auch für Holz. Man hat natürlich dann Rebholz gesammelt zum Feuern da drinnen. Ja.
Meistens haben sie nur Rebholz gehabt und haben mit diesen Bürdeli gemacht. Das ist etwas auch ganz Tolles, was ich finde, was die Leute schon studiert und gemacht und getan haben. Das hat man sich an Schuhe angebunden, so, den Schuh da drin. Und dann hat man da einen Pfosten einklemmen und hat einfach mit dem Schuh den Pfosten können abstampfen. Das hat man gebraucht im Rebbau, um die Reben nachher dran aufbinden. Das hat mich noch lustig gedacht, was die Leute alles so clevere Sachen hatten. Wie das zum Beispiel ist ein Barometer. Das ist ein spezielles Holz. Da hat man einfach geschält, das Ästchen, und das geht mit der Feuchtigkeit auf und ab, und so haben die einen Barometer gehabt. Jetzt sieht man hier die Rauchküche, die wir vorhin davon erzählt haben. Die offene, da hat man das Feuer da drin gemacht und dann hat es einen Sommer- und einen Winterzug gehabt. Im Winter hat man hier drin den Ofen heizen, dort in der Stube rein. Der ist auch noch übergegangen, gerade bis ins Schlafzimmer, und im Sommer hat man es direkt einfach auflassen. Der Rauch. Und dann hat man da oben rein, hat man dann natürlich das Fleisch geräucht. Gut, dann gehen wir weiter. Haben wir einen wunderbaren Abgang im Keller runter. Der ist also fast ein bisschen gefährlich. Aber es war halt so gewesen. Nicht zu waagerecht. Aber man hat aber können im Keller. Den Wein holen oder was auch immer. Gekocht hat man meistens natürlich da mit diesen Kupferpfannen, mit diesen alten, die wir auch bekommen haben da von den Leuten teilweise. Mühlen alte, die man hat, Kaffeemühle, die man hat früher. Also heute, man müsste jetzt fast sagen, wenn alle Stricke reissen, da rein könnte man auch ohne Netz und ohne Strom gerade wieder leben. Jetzt sind wir in dieser Stube rein, wo der Ofen ist, mit dieser dicken Melser-Schieferplatte, die da drauf ist. Da fragt man sich, wie die Leute das dahinter geschleigt haben. Das muss wahnsinnig gewesen sein, ja. Der Aufwand. Und da rein sehen wir jetzt eben ein paar auch ganz schöne Sachen, die wir als Leihgabe bekommen haben, teilweise auch geschenkt bekommen haben. Von den Leuten hier, die wunderschöne Bibel, 1700 irgendetwas. Und da hinten ein wunderbares Spinnrad, auch 1806 ist da noch sogar eingeschnitzt. Alte Uhr, wie wir sie hatten, Bilder ein bisschen von dieser Zeit. Und was auch ganz interessant ist, sind die Gült oder Zettel, wie man sagt. Heute wären das Hypotheken, wo man teilweise, also man braucht schon sehr lange, dass man sie überhaupt noch entziffern kann. Es hat aber von Klöstern zum Beispiel, wo man hat einen Pfund Käse geben oder eine Rauchwurst als Zins. 20. März 1832. Das Mesmerhäuschen ist ja geschlossen, aber irgendwie doch zugänglich. Wie kommt man da zu dem Schlüssel? Der Schlüssel ist in der Schifflände deponiert. Allerdings sollte man sich anmelden, wenn man schauen will, weil die Leute ja viel zu tun haben und nicht unbedingt einfach jetzt sofort weg können. Oder dann Frau Giger von der Auhine, die dort auch Führungen machen da rein und erzählt, wie es war. Sie hat auch als letzte Bewohnerin da rein noch gewohnt, vor etwa 60 Jahren. Hat sie da noch gekocht auf dem Herd und ihre Gerstensuppe gemacht, die legendär war, weil sie immer noch ein bisschen Pech drin hatte. Marianne Giger war ja Lehrerin in Quinte. Die Selbstschule ist ja in den 1960er Jahren aufgehoben worden. Die Schaltstelle oder die Informationsstelle wäre im Prinzip das Restaurant Schifflände in Quinte. Ja, wenn man gerne schauen will. Ja. Oder man darf auch, ich habe im Internet auf unserer Homepage, ist auch die Telefonnummer von der Frau Giger, wenn man auch direkt. Sie macht ja auch noch Führungen und dann kann man auch dort sagen, wir möchten auch noch das Mesmerhäuschen sehen. Ja. Dann kann man also dort auch reingehen. Also Dorfführungen, die sie ja auch noch macht. Und dann kann man das integrieren. Mhm. Was wir jetzt neuerdings als letztes Jahr auch schon gemacht haben, ist der Weihnachtsweg. Haben wir das Mesmerhäuschen auch mitgemacht. Wir waren 22 und dann haben wir da reingeschaut, wie man dort mal bescheiden Weihnacht gefeiert hat. Gut, gehen wir ein Zimmer weiter. So eine richtige Strohmatratze. Mhm. Und das Bett ist also auch da zu Quinten vorher schon gestanden.
Sie ist dann einmal ausgelehnt worden, respektive gespendet worden, im Museum in Wallisellen. Und dann haben die zwei Wallisellen unten telefoniert, diese zwei, Margrethe und Brigitte Berlocher, ob sie das Bett können, verkaufen können, weil sie haben noch ein Alters bekommen von Napoleonszeiten. Und dann haben sie gesagt, ja, wegen ihnen sei das gleich, das können sie es geben. Und dann, als wir dann das Mesmerhäuschen realisiert haben, haben sie gesagt, sie fragen dort mal, ob das Bett noch rum sei. Und dann sind wir es wieder geholt auf Wallisellen ab. Mhm. Jetzt ist es wieder daheim. Ja. Und das ist eben so richtige Strohmatratzen und der ganze Aufbau, wie man es wirklich gehabt hat. Also, es ist... Auch Kommoden war das Geschenk, das wir bekommen haben. Wie alles eigentlich da drin. Wir haben auch das hier. Das ist so etwas ganz Tolles für die Frauen. Das ist ein Lockeneisen. Ja, genau. Mit dem haben wir heiß machen und Löckchen machen. Ja. Und das Wiegel, das Kleinste, war natürlich immer bei den Eltern drin. Mhm. Und in diesen Bettchen haben halt zwei müssen Platz haben und haben auch da zwei geschlafen. Und das Wiegel durfte bei den Älteren sind das Kleinste. Also die Restauration von dem Haus hat ja auch einiges gekostet. Du hast eine Stiftung gegründet. Und wir finanzieren jetzt den Unterhalt mit Eintritt? Eintritt verlangen wir keinen. Wir sind aber froh, wenn jemand etwas freiwilliger Basis entweder hier in unserer Briefkasten tut oder es hat auch Einzahlungen, die man mitnehmen darf und etwas überweisen. Wenn's, solange es geht, probieren wir jetzt das. Wenn es dann halt nicht mehr rendiert, müssen wir halt den Eintritt verlangen. Das ist auch etwas sehr Interessantes. Das ist ein Glätteisen, das ohne Strom auch heute noch sofort funktionieren würde. Man hat das aufgenommen und raus und so hat man das können heizen. Und damit man sich die Finger nicht verbrennt, hat man das einfach können dann einfahren und das hat gehabt und man hat wieder können glätten. Raffiniert. Finde ich auch. Ja. Ganz toll haben die Leute studiert. Der Wein war natürlich auch immer schon ein Thema. Man hat immer schon Wein gemacht da hinten. Schon lange, lange Jahre. Das sagt ja die Reben bei der Post, die ja so alt ist, sehr alt. Ja, also ich glaube, sie sind sogar noch fast älter als die berühmte von Padua. Das habe ich einmal gehört. Zum Alter bestimmen von dem Häuschen hat man im Keller unten und oben in einem Zimmer rein, hat man Holzproben genommen und hat die eingeschickt. Die sind analysiert worden. Und da ist herausgekommen, dass es also 1700 plus minus 25 Jahre erbaut worden ist. Die Nähmaschine ist da in dem Häuschen gestanden, im ganzen Müll, den es sonst noch hatte. Und dann haben wir gefunden, ja, fortrühren tun wir sie jetzt nicht. Sie ist wahrscheinlich nicht gerade aus sieben Alter raus, aber trotzdem ein altes Geschirr. Ja. Und die Kinder haben da natürlich auf diesen leinigen Laubsäcken geschlafen. Die mussten alle Jahre selber Laub suchen und ihre Matratze wieder füllen. Und dann haben sie auch von Hand selber wieder zusammengenäht. Ja, wir sind jetzt im Schifffahrtzimmer, wo wir in dem Mesmerhäuschen mieten konnten. Unter dem Patronat der Talgemeinschaft Sarganserland Wallensee entsteht hier eine Schau mit Bildern, Text. Im Moment haben wir ein Provisorium von ein paar Bildern, die den Zusammenhang sehen von den Quintner mit der Schifffahrt. Und das sollte auf nächsten Sommer dann noch etwas detaillierter und professioneller dargestellt werden. Ein zweiter Teil, der zu dem Thema Schifffahrt mit den Quintner gehört, wäre auch angedenkt oder jetzt in Planung, dass man einen Quintner-Weidling, ein Original, restauriert und der dann in Quinten aufstellt als Blickfang für Leute, die ab dem Schiff kommen. Und sicher mit dem Hinweis natürlich wieder auch auf das Schifffahrtzimmer im Mesmerhäuschen. Die Grundlage zu dem Schifffahrtszimmer, respektive zu den Informationen, ist natürlich mein Buch, das ich im 2012 herausgegeben habe, zu 175 Jahren Dampf- und Motorschifffahrt auf dem Wallensee.
Wir haben natürlich einen super Herbsttag verwünscht und stehen jetzt vor dem Mismerhäuschen. Vorne sind wir drin gewesen. Und Thea erzählt uns noch, was wir eigentlich mit dem Mismerhäuschen alles noch könnte machen. Wir haben zum Beispiel Freude, wenn ein Brautpärchen da kommt. Das ist eine wunderschöne Kulisse da, gerade neben dem Kilili. Dann kann man im Mismerhäuschen selber kann man auch Apero haben, wo die Schifflände gerne dann macht und bringt und tut. Und eben als Kulisse finde ich es einfach, ist es wirklich ganz herzig. Und wir würden uns zu Quinten freuen, wenn es wieder mehr Hochzeiten hätte da hinten. Dann müssen wir zuerst einen Pfarrer haben. Ja, heute nimmt man ja meistens mit. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so ein Problem, dass man hier in diesem hübschen Kapelle eine Hochzeit wieder hätte. Ja, mal, das wäre schön. Man könnte es kombinieren mit einer Schifffahrt. Und das andere hast du bereits gesagt, dass sich da einiges machen lässt. Auch Fotoshooting für genau. Brautpärchen. Ja, genau. Gut.